Mann, ich kann's ja mal zeigen, was ist, wenn man stirbt. Sag, jetzt ist man tot. There's no dying in the cave. At least not this soon. So much left for them to learn. Rauf teleportiert. So, jetzt bin ich hier an. So, da nehmen wir jetzt den Eimer. Drum ist wieder ein Bild zum Entdecken. Ja, ich versuche auch alle Bilder dann zu finden. Ach. So, genau. Und damit wir wirklich das Spiel zu 100% abschließen können. So, jetzt gehen wir mit dem Eimer darüber. Ah, ich könnt mir ruhig dann schreiben in den Kommentare, was ihr so von dem Spiel so haltet. Oder ob sie vielleicht zufällig auch selber spielt. Sagen, gefällt mir sehr gut. Also die paar Level, die ich da gespielt habe. So, stellen sie den Eimer oben ab. Und somit tropft hier nichts mehr auf die Sicherung. Und man kann die Sicherung, ohne dass man einen elektrischen Schlag bekommt, rausnehmen. So. Die bauen wir jetzt dann. Nein. Kommt immer so ein Getränk raus. Ach Blödsinn, das ist hier der Hotdog. Hier kommt ein Getränk raus. Ja, wenn man das benutzt, das trinken sie dann einfach. Und das war's. So, das Würstchen brauchen wir. Drauf. Jetzt holen wir uns einen anderen. Ja, man muss hier immer schön zusammenarbeiten. Teilweise gibt es dann so drei Hebel hintereinander, wo man dann wirklich mit allen dreien den Hebel ziehen muss, damit sich dann überhaupt ein Tür oder Durchgang oder sonst sowas öffnet. Und ja, man muss dann halt auch ein bisschen kombinieren. So, hier zum Beispiel muss man das Monster rufen. Jetzt, weil das Wüstchen dort ist. Nur zum Hebel. Ah, ich depp. Ja, genau. Ja, jetzt brauche ich ja natürlich dann die Sicherung da oben wieder. Stimmt. Der hat so einen lustigen Gang drauf. So. Hopp. Hopp. Die meisten Levels sind eigentlich nicht sehr lang, wenn man weiß, was zu tun ist. Aber ich muss sagen, es ist eigentlich immer recht logisch aufgebaut, also man muss nicht über fünf Ecken denken. So. Jetzt nehme ich mir das Würstchen noch. Oder das hat das Vieh ja inzwischen jetzt gegessen. So, da. Dann legen wir das da jetzt drauf. So, jetzt läutet man die Glocke. Like I said, there's no dying in the cave. Hier auch schon weiter. Da gibt es wieder ein Bild. Das wäre zum Beispiel eins von Hillbilly. Ja, und die anderen, die folgen mir dann schon wieder. So. Hier geht es dann nach unten. Ist dann immer so Wasser, dass man dann nicht stirbt. So. Weiter.
runter mit euch. So. Dann nehmen wir mal das Dynamit mit. Das kann man da oben gleich benutzen. Echt cool, wie die zwei zusammenarbeiten. Das kriegen wir hierher. Und weg ist die Wand. So, die folgen mir auch. So, hier haben wir dann das erste Souvenir. Sehr schön. Jetzt gehen wir gleich mit ihr weiter. Gut, stimmt, da war dann der Ausgang. Zwei hier rauf. So, Knöpfchen drücken. Da sind wir schon. Ja, das erste war da jetzt noch recht simpel zum Eingewöhnen. Da zum Beispiel echt geil. Sie hängt einfach irgendwie an ihrem Fuß und er klettert. Spüren wir darüber. Die zwei anderen folgen uns dann eh. Well, that's one trinket. A far cry from... Ah! Trinket numero two! Ah! The third glorious trinket! I have to say, you have surprised me. I figured you'd give up after one. So. Oh! Right. Sorry. Und da geht die Tür auf. Und weiter geht's. Ein altes Schild. Haftungsausschluss für die Höhle. Durch Betreten der Höhle, die Höhle, stimmen Sie zu, die Höhle Inc., die Muttergesellschaft, Amalgamated, ach du Scheiße, Aluminium Holdings und alle Tochtergesellschaften von die Höhle, ob real oder fiktiv, von der Haftung bei allen körperlichen, emotionalen und spirituellen Verletzungen, die nach dem Aufenthalt in der Höhle, Moment, Mauszeigerstart, für einen Zeitraum für mindestens ein und maximal fünf Jahren auftreten, auszuschließen. Die Höhle ist zudem nicht verantwortlich für Schäden an oder Verlusten oder Diebstahl von persönlichen Gegenständen und Kleidung. Zudem stimmen Sie zu, die Höhle für jeglichen Schaden, den Sie für Ihren Besuch anrichten oder auch nicht anrichten, zu entschädigen. Viel Vergnügen in der, bei der Höhlenforschung. Na, das klingt ja schon mal recht gut. Well, that was a close one. It does bode well for our intrepid spelunkers that they navigated that maze of intrigue. I have high hopes for this group. Also wie der neue Abschnitt eingeleitet, dass man I think nicht they may still be down here. I should probably get them out.
Nothing scares away the tourist like a rotting corpse. Ah, interessant. Dann holen wir uns gleich an. Schwimmt was. Okay, den kann man nicht benutzen. So, jetzt bleibt das zum Beispiel da oben. Und dann haben wir wieder ein Bild für die Zwillinge. Sehr gut. Weitergehen. Da muss die da wieder runter. Und hier durch kann. Ja, dass die anderen dann nicht sterben, wenn sie runterfahren. Da leuchtet jetzt zum Beispiel ein grünes Licht. Das heißt, wir brauchen hier alle drei, damit der Schalter ausgelöst wird. Und mal dürfte ihr da jetzt nichts passieren. Nein. So, jetzt haben wir zwei. Jetzt haben wir uns noch den Hillbilly. Und auf geht die Tür. Und weiter geht's. So, ich muss jetzt nur kurz schauen. Irgendwie höre ich da keine Musik, obwohl ich aber... Komisch. Musik ist aber auf 100%. Ja, man kann die Hand... paar Dinge einstellen. Ich habe jetzt mal alles markiert. Das Beste aussieht, Auflösung, ich habe das einfach mal alles so lassen. Da, Steuerung, ich habe jetzt natürlich alles auf den Controller umgestellt. Standardmäßig ist Tastatur eingestellt. Ja, dann gibt es hier auch so, wie es gespielt. Da wird dann gezeigt, wie man geht, wie man springt, wie man wo hochhüpft. Ach, warte, da zeige ich den Rest dann auch gleich. No. Kann ich hier nicht weiterschauen? Ach, Blödsinn, hier ist der Pfeil. Ja, hier zum Beispiel die Brechstange benutzt, dass man Dinge wo rausnehmen kann. Wenn man den Charakter wechselt. Da steht zum Beispiel Coop mit zwei oder drei Spielern oder man spielt halt alleine. Da die Wissenschaftlerin kann hacken. Also da dieses Computerterminal zum Beispiel, was wir gesehen haben. Da müsste sich dann keiner draufstellen, sondern mit der Wissenschaftlerin hackt man den Computer und die geht die Tür auch rauf. Da die Abenteuerin hat den Wurfhaken, der Hillbilly mit dem Atemanhalten, der Ritter Unverwundbarkeit, da der Geist der Zwillinge, was ich schon erwähnt habe, der Mönch mit seiner Telekinese und die Zeitreisende halt kann sich dann halt durch dünne Mauern, Türen oder so wie hier Gitter einfach durchteleportieren. Ja, ist... öffnet dann natürlich immer andere Lösungswege. So, jetzt gehen wir mal hier weiter. So, schauen wir mal, was uns hier erwartet. Mauszeiger weg, der stört ja nur. So. Okay. Da ist Feuer. Steht. Na gut, schauen wir mal, was hier passiert. Ah, ich hätte mir schon gefolgt. Ich wollte eigentlich schauen, was da hinten noch ist. Da hinten konnte man auch weitergehen. So, nein. Ich will da runterschauen. Zack, zack. Zack.
zu Ofen. Okay. Ah, da kommt man hier gar nicht weiter. Das ist zum Beispiel so ein Bad hier, wo man den Ritter braucht.